Alter Schwede. Wir lassen die Traktionskontrolle wirklich komplett an, ja. Er lässt eh schon einiges zu, ihr seht, er dreht hier durch. Aber wir lassen jetzt mal wirklich alles an. Eieieiei. Alter Schwede. Der Bremspunkt, Mann. Da merkst du einfach, Gewicht ist das A und O. Und hier schön die Geschwindigkeit mitnehmen. Alter. Also Bremspunkt ist übel. Bremspunkt ist der Wahnsinn. Und hier die Kurvengeschwindigkeit, ne? Schön wieder raustreiben lassen, ne? Oh, hier rein. Oh, Alter. Was zum Teufel ist das für ein Auto? Das hat doch nichts mehr mit einem Straßenauto zu tun, Leute. Alter, zieht ihr das mal rein, wie das Ding klebt. Oh. So, und jetzt hier Vollgas, dritte Welle. 170, 180, 200. Alter. Und hier wieder schön Geschwindigkeit mitnehmen. Es geht weiter, nächste Runde. Vierte Welle, 200. Jetzt geht's hier runter. Ja, dieser Bremspunkt, Leute, das ist abnormal. Das ist wirklich abnormal. Mit der Keramikbremse und dann 1130 Kilo Leergewicht. Das ist wirklich übel. Das Auto, der gibt dir ein Selbstvertrauen. Das ist ja abnormal. Du kannst immer und immer noch später bremsen und einfach hier das Ding in die Kurven prügeln, dass aber alles vorbei ist. Zieh das mal rein. Hier 120 Meter können wir hier bremsen. Hier richtig schön drüber. Also das ist ja unfassbar. Ein paar Sekunden später. So, einen schönen guten Morgen, Leute, vom Red Bull Ring. Robert, hast du auch ordentlich ausgeschlafen, auch wenn es noch so früh ist? Ich habe ausgeschlafen und selber? Es ist schon wieder hundslaut. Nein, ich habe nicht ausgeschlafen, ich habe auch überhaupt nicht geschlafen, aber im positiven Sinne, denn Leute, ich bin sowas von motiviert, denn wie gesagt, wir sind hier am Red Bull Ring gemeinsam mit KTM, wie man schon im Hintergrund sehen kann, beim KTM Track Day. Und heute wird es richtig interessant, denn im letzten Video sind wir den GTXR auf der Straße gefahren. Alter! Wo leider schlechtes Wetter gewesen ist. Dafür heute umso besser und heute wird es richtig ernst, denn es geht für uns auf die Rennstrecke. Wie ihr schon im Hintergrund hören könnt, fahren die Leute schon aktiv. Robert, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier rein, denn Leute, die Jungs von KTM haben nämlich schon was Kleines vorbereitet. Robert, komm, wichtigste Person zuerst. Ey, das ist der Wahnsinn, Mann. Denn wie ich ja gerade gesagt habe, wir fahren ja den GTXR heute, das heißt die Straßenversion. Aber nichtsdestotrotz fahren wir auch das Ultimative von KTM Rennversion-mäßig. Und zwar, wie wir es da jetzt schon sehen können, und zwar die GT2-Version. Reine Rennversion. Und das Krasse ist auch noch, das Ding hier ist beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring gefahren. Und wir haben hier nämlich das SPX-Kit verbaut. Bedeutet, das wurde mir gerade so auf die Schnelle erklärt, denn die Jungs haben hier schon das Auto aufgewärmt um alles, die sind komplett ready, aber ihr seht, ich bin noch nicht ready. Ja. Ja. Lag nicht daran, dass wir zu spät waren, im Gegenteil, aber wir wollen das Ganze erstmal ein bisschen langsam angehen lassen, denn ich möchte erstmal das Straßenauto fahren. Ja. Und dann wird es nochmal deutlich ernster, denn dann fahren wir die reine Rennversion. Aber jetzt zieht euch das mal rein. Jetzt sehen wir hier beide im Vergleich und da sieht man mal, wie extrem nah hier die Straßenversion an der Rennversion, an der GT2-Version liegt. Denn wenn wir mal hier das Heck anschauen, den Diffusor, ja, Diffusor hier an der Seite, das ist hier eigentlich nahezu wirklich identisch. Auspuffanlage, seht ihr, ist alles gleich. Hier kommt jetzt nämlich der Unterschied. Hier haben wir nämlich jetzt einen deutlich größeren Spoiler. Jetzt haben wir allerdings hier noch zusätzlich das SPX-Kit verbaut. Bedeutet nochmal mehr Aero, nochmal mehr Downforce. Und das heißt, wir haben hier eine Doppelverspoilerung. Ja? Hier nochmal zusätzlich den Spoiler drauf. Ja? Wenn wir sehen an der Seite, ganz klar, hier Michelin, reine Slicks.
was wir jetzt halt hier haben, wir sind ja mit den Michelin Pilot Sport 4S Reifen gefahren. Jetzt für die Rennstrecke fahren wir hier mit dem Pirelli Trofeo R Reifen. Das Heftigste, was es mit Straßenzulassung gibt. Ihr seht hier, der Spoiler, das ist schon nochmal eine andere Liga. Aber trotzdem, wie extrem nah das hier in dem GT2 Auto ist. Ja? Jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier Leute, hier sehen wir einen normalen GT2 und da seht ihr, der hat nicht noch diesen zusätzlichen Spoiler, also die zweite Verspoilerung obendrauf. Wenn wir jetzt halt hier mal nach vorne gehen, ja, erzählen wir das Ganze von vorne. Zieht euch das mal rein. Das ist halt schon heftig, Leute. Das muss einem erst wieder bewusst werden. Wir reden hier vom Straßenfahrzeug mit Kennzeichen und hier einfach vom reinen Rennfahrzeug, ja, und das ist hier auch eben beim SPX-Kit, bedeutet, wir haben auch hier wieder Doppelverspoilerung, wir haben hier zusätzlich noch die Flaps, die hier nochmal montiert worden sind, genauso wie hier in der Mitte einfach aerodynamisch das Ganze nochmal angepasst, ja, das haben wir beim normalen GT2 eben nicht, das heißt hinten und vorne einfach nochmal mehr Aero. Jetzt Robert, jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an, weil das ist halt schon... Also Robert, das wird interessant mit dem Mitfahren. Also ich meine, ich tue mir ja schon echt schwer hier reinzukommen, denn wir haben hier, das ist einfach ein Muss, ja, in der Rennserie, dass du hier den Überrollkäfig benötigst, obwohl wir hier ein komplettes Carbon-Monocoque haben. Es sieht schon echt sexy aus. Das sieht schon echt richtig geil aus. Aber da siehst du wirklich den Unterschied nochmal. Hier diese zusätzliche Spoilerlippe, die wir haben. Und anscheinend, wir generieren hier mit dem GT2, mit dem SPX-Kit, bis zu 1200 Kilo Downforce. Das muss man sich mal reinziehen. McLaren Senna liegt bei 900 Kilo. GT3 RS liegt auch bei knapp 900 Kilo. Hier einfach 1,2 Tonnen. Das ist sowas von verrückt. Aber wie gesagt, Innenraum, hier spezielle Recaro-Sitze, extra auf das Fahrzeug angepasst. Robert, zieh das mal rein, wenn das Ding von vorne ankommt. Wie böse sieht das bitte aus? Alter Schwede. Boah, komm, schau dir das mal an. Das ist einfach, das ist wie ein Raumschiff. Robert, glaubst du, das wird heute was? Safe. Ach so, übrigens, was wir hier auch haben, seht ihr nämlich, das haben wir nämlich da nicht. Auch hier, diese Louvres haben wir hier an der Seite auch noch mit dazu. Auch SPX-Kit. Also wir haben hier auf jeden Fall nochmal gut Änderungen und einfach nochmal zusätzlich, was wir hier an Aero mit dazu bekommen. Schauen wir mal, ob wir auch dann den Unterschied dann wirklich merken werden. Also ich glaube, bei unserer Fahrweise, Robert, glaube ich, werden wir es eh nicht großartig eben merken, oder? Aber wie gesagt, also Innenraum, ich möchte mich jetzt halt noch nicht reinsetzen. Ne? Aber Robert, traust du dir das eigentlich zu mitzufahren? Was sagst du? Traust du dir das zu, da mitzufahren? Ich komme doch nicht mal rein, Kollege. Ach komm, das probieren wir dann, oder? Ja, ja, ganz bestimmt. Das testen wir mal. Aber Leute, ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt vor, und zwar hier GTXR. Wir haben noch, ja, 10 Minuten haben wir noch und dann, Leute, dann geht's auf die Strecke. Yalla, Abfahrt. So, Robert. Ja? Jetzt reißt mal auf, oder? Ja, Gott sei Dank fahre ich nicht. Du brauchst ihn wieder nicht mitfahren. Nein, ich hab wirklich, also ich hab zu viel gefrühstückt. Aber GT2 fahren wir weiter schon, gell? Ja, ja, ganz wahrscheinlich. Ja, alles klar. Fahr mal. Dann machen wir hier zu und dann reißt mal auf. 3000 Jahre später. Also ich sag dir eins. Ja. Ich habe jetzt gerade Schnitzel gegessen. Ne? Ja, ich hab den Burger. Junge, der war richtig gut. Und ein bisschen. Also ein bisschen spüre ich ihn. So, auf. Leute, es geht wieder auf die Strecke. Hey, was geht da? Das schauen wir mal, wen wir da so treffen. Da fahren wir ganz entspannt, oder? Ja, ja, klar, sowieso. Also das Schnitzel, das liegt bei dem Magen. Das sage ich dir so, wie es ist. Ich spüre es auch. Ja, erstmal schön die Reifen aufwärmen, die Hinterachse auf Temperatur bringen, die Radnabe auf Temperatur bringen. Ah. So, der Dieselpartikelfilter, der ist richtig da. Den merkst du richtig. Alter Vater, Mann. So, und wie geht's dir so? Mir geht's super. Ja, lass mal den mal vorbei. Siehst du, das ist geil, der kann offen einfach fahren. Oh, musst du da so reinhaben. Oh. Moment, ich sag dir eins, da hinter uns, da kommt was daher. Okay, und was? Den wollte ich eigentlich vorhin alleine schon jagen, ne? Ja, jetzt hast du mich noch mit dabei. Aber das ist der neue GT3 RS. Alter, Alter, Alter. Der Bruder lässt fliegen, Mann. Alter. Ah. Oh. Oh.
Wie der Flügel aufklappt bei dem. Aber schau mal hin, wie wir uns jetzt ransaugen auf der Geraden. Auf mit Wünscher. Junge, Junge. Alter, der Bremspunkt ist aber auch übel von dem. Ja, er kann echt spät bremsen, muss man sagen. Junge, Junge, Junge. Da kommt er aber auch ins Übersteuern. Boah. Alter. Am Limit, Leute. In den 3RS. Junge, also, wie das aussieht bei dem. Aber schau dir das mal an in der Kurve, okay. Das, Alter. Junge, das ist übel. Da will euch keine Sonne. Okay, das ist... Alter. Das ist krass. Das ist krass, Mann. Aber man muss dazu sagen, das ist ein aktueller Rennfahrer, der hier auf dem Auto sitzt. Der hat mit dem Fahrzeug schon in Tschechien auf der Rennstrecke den Rekord geknackt. Oder ist er mit so rausgekommen? Oh. Jetzt geht die. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir uns wieder ein bisschen ransaugen können. Und was ich noch sagen wollte, wir haben natürlich jetzt, sind wir schwerer geworden. Nicht gegen dich, Robert, aber es ist leider so. Ja, und jetzt siehst du nämlich schon, wie der die Kurven anfährt. Ah, da tue ich mir leider schwer. Ich war am Limit, Robert. Ich habe gesagt, ich bleib draußen. Na schau, wir saugen uns langsam wieder ran. Ja. Aber in den Kurven. Alter. Und auch Bremspunkt ist auch krass, weißt du? Boah, also geht die Leute, das ist wirklich geisteskrank. So, komm jetzt. Wir bleiben aber einigermaßen dran, das ist mal wirklich verrückt. Ja, Leute, das ist die Speerspitze von Porsche. Das ist abnormal. Überleg dir, du wärst alleine. Und wir sind ja leistungsmäßig ungefähr gleich. Natürlich, wir sind leichter. Aber jetzt sitzen wir natürlich zu zweit drin. Und das ist ein Riesenunterschied, was natürlich Bremsen und Kurvengeschwindigkeit angeht. Hinter uns kommt auch ein Rennwagen an auf Slicks. Das ist natürlich fies. Den lassen wir natürlich vorbei, wenn er an uns vorbeikommt. Ja, nie im Leben. Also, boah. Lass mal den mal vorbei. Digga. Das ist aber auch ein Gerät, Mann. Aber ich würde sagen, Robert, wir fahren jetzt in die Box und jetzt haben wir eine Runde mit dem GT2, oder? Ja. Jetzt schauen wir mal, was hier wirklich ein Unterschied ist zum reinen Rennwagen, die ultimative Spitze GT2 mit dem SPX-Kit. Ich bin so gespannt, aber Leute, also jetzt hier auch nochmal gemeinsam mit dem Robert, das ist schon verrückt, oder? Also jetzt, ich meine, du bist jetzt bei mir im Senna GT Black Series, wir sind jetzt wirklich schon viel gefahren. Aber das ist schon krass, ne? Es ist wie so ein, wie ein Go-Kart, aber noch geiler. Aber wirklich geil, Mann. Ja, weil das ist halt eben das Geile, das Gewicht. Und Leute, das ist halt, wie ich schon gesagt habe, das A und O. Und es ist so geil, weil du so spät bremsen kannst, du nimmst so viel Geschwindigkeit in den Kurven mit. Und das ist schon wirklich das Verrückte. Und also der Motor. Hä? Und der Motor. Ja, definitiv. Der ist einfach geil. Definitiv. So, wir fahren in die Box rein. Ja. Und Robert, jetzt reißt mit dem GT2 auf, oder? Probieren wir es mal. Ja, easy. Ich da passt du schon rein, ohne Probleme. Ja. Safe. Inzwischen. Ja, geht's. So, und jetzt schwingst du dich rein mit deiner Hüfte. Wunderbar geht es. Du musst sie einmal nur so ein bisschen reinbücken. Und jetzt rein. Doch, schwing dich einfach rein, das geht schon. Ja. Und wie ist die Lage? So, bei aller Liebe. Wir müssen, glaube ich, den Überrollkäfig rausfräsen. Dann geht's. Ja, dann geht's. Können wir den schnell rausfräsen? Jetzt würde ich sagen.
Reißen wir auf! Alter, diese Bremspunkte, das ist doch nicht von dieser Welt, oder? Das ist doch nicht von dieser Welt. Ah, hier geht das auf. Alter, wie der die Gänge reinhackt. Alter, wo du hier bremsen kannst, Mann. Und das ist ja noch gar nichts. Das ist einfach die dritte Runde, die ich hier gerade fahre. Junge! Ey, das ist doch nicht normal. So, langsam werden wir hier ab. Also Bremspunkt ist ja abnormal. Ich bremse einfach gefühlt immer noch 50 Meter zu früh, weil ich das einfach nicht gewohnt bin. Wenn du das nicht gewohnt bist, wo du hier mit dem KTM GT2 bremsen kannst, das ist ja abnormal. Da, Angriff! Das ist so krank, Leute. Das ist sowas von verrückt, diese Bremspunkte. Das ist doch nicht von dieser Welt. Also das ist ja wirklich nochmal andere Liga gegenüber hier Huracan Super Trofeo. Und da merkst du halt natürlich wieder das Gewicht. Das sind nochmal 100 Kilo weniger als das Straßenfahrzeug. 1030 Kilo, 600 PS. Und dann diese Aero. Und ich würde sagen, wir kommen wieder auf die Startzielgerade zu und machen jetzt einmal hier eine schnelle Runde am Red Bull Ring. Also, die Jungs von KTM, also Leute,
Ihr seid echt verrückt. Ihr seid echt krank. Also was die Arbeit leisten, ne? Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Was ist das für ein geiles Auto? Und ein Selbstvertrauen schon wieder. Leute, ich sitze zum ersten Mal hier in diesem Auto drinnen. Und auch das hier, es ist ein reines Rennfahrzeug. 24 Stunden Nürburgring wurde hier mit dem Auto gefahren. Und das gibt dir auch hier ein Selbstvertrauen. Das ist wirklich verrückt. Das ist so verrückt. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So Leute, also ich habe jetzt einigermaßen wieder eine Stimme, aber eigentlich fehlen mir immer noch die Worte. Denn der Tag heute war wirklich eine absolute Mega-Erfahrung und ich könnte jetzt auch gerne noch ein paar Stunden weiterfahren, aber leider müssen der Robert und ich wieder zurück, denn wir müssen auf den nächsten Trip. Aber erstmal hier vorab, es ist immer noch so abartig laut. Das ist krass, was da aus diesem Motor, was da Sound rauskommt bei dem 5-Zylinder-Motor, der typische RS3-Motor. Ja, Leute, also jetzt erstmal vorab, Hut ab an KTM, was die hier Arbeit geleistet haben und auch ein großes Dankeschön, dass wir hier sein durften und wirklich mal diese Erfahrung mitnehmen konnten, einerseits ein KTM-Fahrzeug zu fahren, aber auf der anderen Seite das heftigste mit Straßenzulassung, den GTXR, und auf der anderen Seite das heftigste Rennfahrzeug von KTM, den GT2 mit dem SPX-Kit auch noch. Und was ich da festgestellt habe, um das Ganze hier recht kurz zu halten, Leute, wenn du in einen R8 GT3, GT4 oder GT2 steigst, ja, und dann steigst in einen R8 Straßenfahrzeug, da ist es immer so, egal ob bei AMG, egal ob beim M4 GT4, M4 GT3, da ist es immer so, du hast das Straßenfahrzeug und darauf baust du das Rennfahrzeug. Und KTM hat das Ganze umgedreht. Und da merkst du eben ganz genau, wie extrem gut das Straßenfahrzeug ist, ja, weil die haben hier das Rennfahrzeug genommen und haben den umgebaut auf Straßenzulassung. Robert, wie ist das für dich von den Bremspunkten her gewesen, jetzt im Vergleich zum Senna? Ja, schon fast ähnlich fast, oder? Ja, das merkst du halt, weil der KTM ist vom Gewicht noch mal weniger, ja, auch Keramikbremse, und das ist so clever vom KTM gelöst, und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Auf der einen Seite die Kurvengeschwindigkeiten, die du mit dem Fahrzeug erzeugst, auf der anderen Seite die Bremspunkte, aber am meisten hat mich fasziniert einfach dieses Selbstvertrauen, die du da mit dem Fahrzeug entwickelst. Und das ist aber dasselbe hier auch mit dem GT2-Fahrzeug gewesen. Also wenn ich das mit dem Super Trofeo vergleiche, mit dem Super Trofeo, da scheiße ich mir schon mal in die Hosen, muss ich wirklich so jetzt halt sagen, wenn du auf der Rennstrecke damit fährst. Aber hier, ich bin eingestiegen, nach 3 Runden so extrem wohlgefühlt, und diese Bremspunkte ist einfach nochmal eine andere Liga zum Super Trofeo. Also das ist wirklich krass, das ist wirklich heftig, und das gibt dir eben Selbstvertrauen, und genauso ist es dann im Straßenfahrzeug gewesen. Also das war wirklich für mich heute, Leute, ihr seht, ja, emotional, mir fehlen einfach die Worte. Einfach hier beide Fahrzeuge, das heftigste von KTM, gefahren zu sein. Ja, Leute, und da jetzt zum Abschluss zum Video zu kommen. Also wie gesagt, für mich eine absolute Mega-Erfahrung gewesen. Und nochmal ein großes Dankeschön an KTM, dass wir hier mit dabei sein durften. Und ich sage mal so, für die Leute, die die ultimative Waffe suchen auf der Rennstrecke und trotzdem Straßenzulassung haben wollen, dafür ist der GTXR einfach gemacht. Und dann muss man natürlich noch dazu sagen, KTM baut nur maximal 100 Fahrzeuge im Jahr. Da werden sie wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht hinkommen mit gewissen Zuliefererproblemen, wie es jeder Hersteller hat. Und das heißt, man hat auch noch ein extrem limitiertes Fahrzeug. Und preislich, wenn man das sieht, 340.000 Euro um den Dreh, und dann ausgestattet drehen wir 380.000 Euro. Das ist extrem, extrem viel Geld. Aber auf der anderen Seite, Leute, muss man wirklich sagen, du kriegst einen Haufen Auto und du kriegst wirklich ein Fahrzeug, was zu 100% auf der Rennstrecke funktioniert, und ein Rennfeeling, was du eigentlich kaum in einem anderen Fahrzeug erleben kannst, weil das ist genau der Punkt. KTM hat es geschafft, aus einem Rennfahrzeug das Auto mit Straßenzulassung zu bringen und nicht umgekehrt ein Straßenfahrzeug auf Rennfahrzeug umzubauen. Und von daher würde ich sagen, Leute, machen wir Schluss mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid gespannt auf das nächste Video, denn der Robert wollte hier nicht mitfahren, ja? Ah, ja, ja. Du bist einfach wieder gegangen. Ja, eben. Aber Robert hat einen adäquaten Ersatz gefunden, sozusagen, oder? Eben. Alles klar. Also Leute, wir sind raus. Peace out. Bis zum nächsten Video. Wieder. Die Hinterachse auf Temperatur bringen. Die Radlabe auf Temperatur bringen.